Wasser wächst ins Meer. Im unermüdlichen zäher Arbeit entsteht der neue Rügenkamm. Der Kostenvoranschlag von 1931. 10.660.000 Reichsmark für die Straße, für die Bahn und die Bahnhöfe Rügendamm und Alte Fähr 20 Millionen Reichsmark. Der erste Zug über den neuen Rügendamm am 5. Oktober 1936, auf den Monat genau vor 71 Jahren. Mit dieser Brücke hat sich für den Reichsverkehrsminister Dorfmüller sogar die Geografie verändert. Rügen hat aufgehört, eine Insel zu sein.